Freunde. Und übel. Es wird genübelt. Frisch rasiert, wie man sieht, ne? Und wie bereits festgestellt wurde, hat man in der Hälfte keinen Bock mehr. Ja, liebe Freunde, das letzte Mal wurde Nübel leicht rosa angepinselt, das habt ihr ja mitbekommen. Na, ihr seht, Stimmung ein wenig gedrückt und der Nübel. Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, hat ganz beschissen geschlafen. Nee, ist immer noch Hose eingepinselt, ne? Von oben bis unten praktisch. Man könnte meinen lila eingepinselt. Oh. Ja, es gab ja leider nur keinen Auftritt von mir in Speyer. Ja, da haben wir übrigens Behinderte getroffen. Und man möchte gleich mal vorweg sagen, man lacht nicht über Behinderte, damit das klar ist. Denn auch die haben schöne T-Shirts. Das ist ein Insider, aber ne? Weiß ja, worum es geht. Ja. Ich habe mir keine Liste gemacht wegen den Themen. Kommt aber noch, Arti. Ganz schön Piano mit den jungen Pferden. Ne? Kommt noch. Mach ich noch. Jedes einzelne Thema wird von Grund auf neu ange. Dingst, ne? Ja, von übel ist unterwegs, ne? Sieht man ja. Ja, blöde Frage, blöde Feststellung. Wir waren im schönen Frankenthal, Test Rheinland-Pfalz. Kann man nicht viel zu sagen, Frankenthal ist nett. Die haben so einen Fluchtplatz, so einen kleinen. Da steht's ja, hier guckt Fluchtplatz. Wer das jetzt gesehen hat, kann sich glücklich schätzen. Und da waren wir beim Leckerland und robben da hinten die Bretter auf. Da haben wir den ganzen Zug Gummimandeln geladen. Ja, das sind jetzt die, die man bösartig und übellaunig den Kopf abbeißt. Ja. Und wir haben festgestellt, dass die Verlader, wo das Zeug draufgeladen wird. Ich sage jetzt extra nicht, von welcher Firma das kommt. Zum Beispiel, ich könnte jetzt rein hypothetisch sagen, dass das von Fiege in Köln kommt und dass die Jungs im Lager definitiv nur singen und klatschen in der Schule hatten oder ihren Namen mit der Schablone schreiben. Man hat nur bloß zwei Kunden. Ne? Der eine kriegt 9 Stellplätze, der andere kriegt entsprechend mehr. Der Zug ist voll und es macht natürlich Sinn. Natürlich macht das Sinn. Den ganzen Scheiß so rumzuladen, dass man natürlich den Großkunden, also sprich Netto in Worms, wo wir ja jetzt auf dem Weg sind, so zu laden, dass man den ganzen Mist auslädt, dann die Ware für den Kunden drauflädt, also auch auslädt, und dann den ganzen Bums für Netto Worms wieder drauflädt. Also wem das nie einleuchtet, der hat alles richtig gemacht im Leben. Ja, weil, also, ein Defekt am Fahrzeug, ne? Wie gesagt, also wem das nicht eingeht, der hat Logik. Ja, also die Jungs da nicht so. Ja. Macht doch Sinn. Hat man wenigstens die ganze Ware schon mal gesehen, da kann man sich schon mal mit anfreunden, da kann man schon mal sagen, hallo, Mauer am Blocks, die Sauren. Schön, dass ihr auch mit dabei seid von der Partie sozusagen, ne? Ja, und da haben wir da halt im Normalfall, wäre das ein Akt von vielleicht eine Viertelstunde gewesen, da haben wir da mal eine Stunde zugebracht. Warum nicht? Man ist ein neues Lager. Neue Ameisen. Aber eine Stunde muss da tatsächlich nicht sein, ja. Aber gut. Scheiß drauf. Warum nicht mal ein bisschen die Laune verderben, ne? Warum nicht? Hat doch Spaß. Kann man ruhig zweimal machen. Weil dann rastet der Bösche richtig, der Nübel, richtig aus. So. Erschwerend hinzu kommt, dass der Onkel Nübel
bösartig viel Hunger hat. Ja, das ist immer so eine Sache beim Nübel. Der wird dann nicht zur Diva, der wird dann eher so garstig und gewaltbereit und so. Das ist nichts. Deshalb werden wir uns jetzt mal hier in Worms einen Speer schnitzen. Aus einem Matzel. Ja? Mit einem Matzelbeutel gehen wir da mal auf die Jagd. Und mal schauen, ob wir uns da nicht irgendwas erlegen können. Hier so eine olle Bratwurst oder sowas, ne? Dotto Oberhausen, der wird das kennen. Tankstellenbratwurst ist was für ein Arsch oder Bockwurst. Bockwurst im Allgemeinen ist schon eklig, aber Tankstellenbockwurst, die haut ja echt allen die Krone ins Gesicht. Nee, aber irgendwas Warmes möchte das schon sein, ne? So als Tracker muss man auch ein bisschen was fressen. Auch wenn das nicht ganz so geil ist. Ja. Aber die Frau Nübel hat ja schon gesagt, also was ja die Frau Hagedorn ist. Hagedorn, hallo und wieder namentlich erwähnt. Wie ist das denn passiert? Hoppla. Die Frau Hagedorn hat ja bereits erwähnt, dass der Mösche fressen soll gefälligst, weil der hat nämlich nur einen kleinen Arsch. Und dass da gefälligst Speck drauf muss. Ja, deswegen eigentlich, normalerweise würde ich jetzt den Hunger aussitzen. Solange bis ich keinen mehr habe. Das kann ich. Das läuft. Links. Mach mich nicht verrückt. Aber Frau Nübel hat gesagt, Mösche, friss, sonst Schelle. Also friss der Mösche. Macht er eh gern. Außer Flecke. Und ja, dann werden wir jetzt was reinspachteln. Dann fahren wir zum Netto und Worms, legen uns mal ein Stündchen hin, weil wir haben 12.30 Uhr Termin. Die in Worms sind jetzt eh nicht so die flottesten. Ja, ich meine, das ist schon ein Wunder, dass sie ihre Schuhe anbehalten. Ja, weil die könnten da auch barfuß laufen im Prinzip. Ja, damit die überhaupt wissen, dass sie noch auf der Welt sind. Weil bei denen hat man immer so den Eindruck, das sind Zombies. Außer einer, der hat so einen Vollbart und der hat so ganz krasse Locken, ja, also Locken im Sinne von, das sieht aus, als hätte er einen Bart auf dem Kopf, also oben drauf, nicht so unten, so wie ich, sondern oben, ja, und der erinnert mich immer so an, so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt's auch so, also nicht Gimli-Zwerge, sondern andere Zwerge, die so auf Käseverpackungen drauf sind und so, oder Räuchermänneln oder so ein Zeug, weißt du, die haben nur immer so ein, der sieht aus, als hätte er so ein Afro aus grauen Struppelhaaren und sein Bart dazu, der sieht aus wie so ein kleiner Dumm. Setzt dir dem so einen ollen Filzhut auf und setzt ihn auf so einen holzernen Fliegenpilz, ne, dann ist das ein Räuchermännchen. Obwohl der nicht raucht. Der ist flott. Der macht hin. Gut, da gibt es noch einen mit dem Basecap. Basecap-Träger sind so und so weit vor. Ja, und da gibt es noch einen, der ist auch flott. Alle anderen kannst du nehmen, klebst du so mit dieser hinten den Henkel dran und schmeißt sie weg. Ja, das ist Worms. Da kannst du auch mal für zwei Paletten, die hast du abgeladen, da kannst du auch mal zwei Stunden stehen und auf die Papiere warten. Weil wir haben ja so viel zu tun. So siehst du aus, als hättest du viel zu tun. Du hast viel, ne? Ein bisschen viel von allem, aber nicht viel zu tun. Und Schnelligkeit lang gar nicht, weil wäre ja Quatsch, schnell zu machen. Das ist ja Käse. Na? Aber gut, warum nicht? Da hauen wir uns mal fix auf eine Matratze hin, ne? Auf diese. Und mal die Äuglein zu, weil heute Abend, ja, und da ist mir scheißegal, ob der Mösche schläft oder nicht, der Nübel. Wer ist dieser Mösche überhaupt? Wer ist denn eigentlich Heike? Ja, da ist mir scheißegal, ob der gepennt wird oder nicht, aber Mösche muss heute zu seiner Nübelin, sonst kriegt er einen zu viel, dann wird er aggressiv, ja, ne, der hat ja gestern war er schon nicht, war der Frau Nübel. Ja, deswegen hat er also schlecht geschlafen und der sieht ja ein bisschen durch aus noch. Der sieht noch aus wie 35 Sekunden nur noch. Schon wieder 10 Minuten vollgequatscht mit Bullshit hier und Rotze und Pisse und Kotze, Affenkotze teilweise. Wir merken uns mal das Wort Affenkotze, ne? Weil es gibt sinnlose Affenkotze und sinnvolle Affenkotze. Und deswegen, wir behalten uns jetzt einfach mal so das Wort Affenkotze im Hinterkopf. Das passt jetzt hier nicht mehr rein, es sind nur noch 9 Sekunden, deswegen kann ich das jetzt nicht erläutern.
Wobei, ich könnte ja anfangen. Also, der Unterschied zwischen sinnvoller und nützlicher.